Jo Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial von mir und zwar heute erstellen wir uns sowas hier. Ist im Endeffekt ganz einfach, quasi wie ihr so einen endlosen Loop erstellen könnt, was halt so aussieht, als ob das durchgehend 10 Minuten Video ist, obwohl es eigentlich nur im Endeffekt ein paar Sekunden sind. Also es gibt nicht mehrere Möglichkeiten. Zum einen ist ganz langweilig, ihr stellt euch einfach irgendeinen Kreis oder irgendwas, was halt in sich geschlossen ist und klont da halt verschiedene Objekte ran. Dann ist es relativ simpel natürlich. Ich zeige euch aber allerdings, wie ihr das anhand eines nicht geschlossenen Splines erstellen könnt, beispielsweise wie eine Helix. Heißt, wir machen uns beispielsweise Helix, weil das Ding ist, ihr müsst quasi, der Anfang muss genauso sein wie der Endpunkt. Sonst wird es nicht so toll. Deswegen ist am besten Helix halt. Deswegen, wir gehen auf die Höhe mal. Bei Helix machen wir mal ein bisschen länger halt, machen wir mal 1000. Nee, okay, ist ein bisschen zu klein. Machen wir mal 10. Quatsch, nicht 0. 10, 1, 2, 3, 10.000. So. Und jetzt ist so eine Welle. Okay, das sieht schon mal gut aus. So. Jetzt nehmen wir uns irgendein Objekt, was wir ranklonen wollen. Ist im Endeffekt egal. Ihr könnt euch irgendwas erstellen. Der einfach halber mache ich mal einfach eine Röhre. Ich will euch ja auch nicht groß jetzt zeigen, wie das aussieht oder so. Im Endeffekt einfach nur, weil es schnell gehen muss. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden und eure kostbare Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen zeige ich euch nur ganz kurz, wie ihr das erstellen könnt. Also, wie gesagt, nehmen wir uns ein Objekt, dann nehmen wir uns einen Murgraph, gehen wir auf Cloner, unsere Röhre stecken wir hier rein. Dann gehen wir bei Klon auf Modus, auf Objekt. Beim Objekt wählen wir natürlich unser Helix aus. Und jetzt ist es schon mal im Endeffekt an der richtigen Stelle, nur halt die Position, also die Richtung noch nicht so das Wahre. Deswegen gehen wir auf Röhre, gehen auf Richtung, gehen auf Z. Ist egal, was für ein Z, Minus oder Plus. So, und jetzt haben wir das, sieht doch schon mal ganz nett aus. So, jetzt gehen wir allerdings auf Cloner, weil das ist ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir gehen hier auf beispielsweise mal, mache ich mal 100. Okay, machen wir vielleicht ein bisschen mehr. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir, gucken wir. Ja, okay, machen wir 110. Ist eigentlich ja egal. So, dann nehmen wir uns eine Kamera. Die Kamera soll natürlich auch den Spline folgen, deswegen machen wir rechte Maustaste, Cinema 4D-Tags. Da haben wir auf Spline ausrichten und dann haben wir unser Spline-Pfad und dann nehmen wir unser Helix, ziehen uns da rein. So, jetzt haben wir das schon mal so, dass wenn wir die Position verändern, er schon mal sich anhand des Splines bewegt. Allerdings ist die Ausrichtung noch nicht so das Wahre. Deswegen Tangial gehen wir hier rauf. Und jetzt hat er auch die Richtung richtig. Heißt, wenn wir hier jetzt die Position ändern, sehen wir, ah, das geht schon mal in die richtige Richtung. So, jetzt keyframen wir das Ganze und zwar auf Position auf Frame 0. Gehen wir auf Position, also auf 0%. Gehen wir auf den Keyframe, dass es rot wird hier. So, dann gehen wir auf Ende unserer Animation. Jetzt ist es natürlich so, wir wollen das nicht 100% haben, weil dann sehen wir quasi das Ende, was natürlich dann blöd wäre. Das heißt, wir nehmen uns die Mitte von unserem Spline, das wäre 50%. Deswegen hatte ich gemeint, der Endpunkt sollte genauso sein wie der Anfangspunkt. Heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, es geht halt quasi hier weiter, dann kommt sie hier wieder raus und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir hier wieder auf den Punkt drauf, dass es rot wird. Wenn wir jetzt in die Kamera springen und auf Frame 0 sind und Play drücken, sehen wir schon mal, okay, ja, es sieht doch schon mal eigentlich schon mal für den Anfang wird es langsam was. Und zwar, weil, ja, quasi, ja, fängst du ein bisschen an zu loopen. Nur das, was halt noch nicht so stimmig ist, ist natürlich, es fängt langsam an und hört langsam auf. Das wollen wir nicht. Deswegen, wir gehen auf unseren Tag hier,
gehen bei Position, Rechtmaustaste, Animation, F-Kurve erzeugen oder anzeigen. Sorry, nicht erzeugen, anzeigen. Dann zeigt man uns natürlich die Timeline an. Das heißt, hier unten fängt er halt langsam an, geht dann immer schneller und fängt dann wieder und hört dann langsam wieder auf. So, deswegen drücken wir mal erst der GA, damit wir alles anwählen und selektieren. Dann gehen wir hier oben auf Lineal, dass es quasi ein Strich ist. Das heißt, er fängt schnell an und hört schnell auf. Dementsprechend, wenn wir das jetzt weitergehen, Play drücken, sehen wir, ah, das sieht auch schon mal ganz nett aus. So, ich mache mal ganz kurz das Gitter hier weg auf Filter, gehen auf Weltenraster weg. So, was vielleicht den geschulten Auge unter euch auffällt, ist, wenn wir jetzt beispielsweise auf bei Animationen, also Frame 100 springen auf 1, dann ist das ein bisschen versetzt. Das heißt, wir haben hier beispielsweise 100 und gehen auf 1, ist im Endeffekt derselbe Frame, aber ein bisschen versetzt. Ist jetzt nicht so die Welt, aber wenn es euch schon interessiert, dann zeige ich euch mal, wie ihr das macht. Weil da habe ich echt lange dran gesessen. Deswegen habe ich die ganze Zeit jetzt nichts hochgeladen gehabt. Ich habe mir zwar verschiedene ja, Tutorials dazu eingeguckt, aber die stoßen halt meiner Meinung nach alle eigentlich auf dasselbe Problem. Versuchen es halt zu kaschieren, aber deswegen musste ich jetzt ein bisschen selbst drauf kommen. Und zwar hat ein bisschen gedauert. Deswegen gehen wir hier bei Helix auf unsere Unterteilungen. Heißt, im Endeffekt würde ich auch so sehen, wie halt die Segmente, die ihr einstellen könnt bei Objekten. Heißt, wir gehen anstatt auf 100, gehen wir mal auf 10.000 auch. Also 10, 1, 2, 3. So, weil wenn wir das jetzt abspielen wieder, sehen wir, das sollte ein smoother Übergang sein. Ja, voilà. Und jetzt sehen wir, das sieht doch schon mal nett aus. Denn wenn wir jetzt auf Frame 100 gehen und dann auf Frame 1, seht ihr, okay, das ist durchgehend. Da ist jetzt nichts verschoben oder sowas. So, das könnt ihr jetzt natürlich noch mit verschiedenen Objekten, ja, könnt ihr halt so gestalten, wie ihr wollt. Natürlich. Ihr könnt auch verschiedene Röhren in den Cloner übernehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise mal den Cloner rausnehmen würdet und den kopieren wir uns jetzt mal, dann haben wir halt zwei und ihr packt die zwei da rein. Das geht natürlich auch im Endeffekt. Na, Quatsch, sorry, nicht der Helix, sondern die Röhre. Denn wenn wir jetzt beispielsweise zwei verschiedene Farben haben, heißt, wir nehmen beispielsweise mal ein Rot und ein Blau, dann können wir auch die verschiedenen Röhren unterschiedlich gestalten. Genau, und jetzt haben wir das hier im Endeffekt. Also, wie gesagt, seid ihr frei, euch da auszutoben. Das war es eigentlich soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Es war eben nicht zu lang, also knapp 10 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Weil meine Zuschauer sind gerade mal, ich glaube, jetzt 10 oder noch nicht mal 10% meiner Abonnenten, also schauen halt meine Videos. Das heißt, ja, würde mich freuen, wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten könnt ihr meine Videos auch gerne teilen, könnt mich gerne supporten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch andere Tutorials von mir sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer. Ich gehe jetzt ins Bett, haut rein und bis zum nächsten Mal.